Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin, Kreuzberg, aus dem Exil, eine wunderbare Jazzbar. Und das Thema von heute lautete Krieg oder Frieden und mein Gast Hans-Christian Ströbele. Hallo Herr Ströbele. Ja. Mein vorletzter Gast war Frank Schäffler und Sie haben in den letzten Tagen sich Gedanken gemacht über Rederecht im Bundestag. Können Sie uns ein bisschen was dazu erzählen? Ja, wir haben eine richtige Abwehrschlacht gefochten. Unter anderem auch der Kollege, also jetzt aus der CDU-Kollegen, aus der FDP-Kollegen, eigentlich aus allen Parteien, nämlich die, die in ihrer jeweiligen Fraktion immer große Probleme hatten, Redezeit zu bekommen, vor allen Dingen für Themen, wo sie eine andere Auffassung vertreten haben als die Mehrheit der Fraktion und die Fraktionsführung. Da kriegt man normalerweise im Deutschen Bundestag keine Redezeit. Und mir passiert es immer wieder hier auf der Straße oder auf einer Veranstaltung, dass die Leute sagen, hier hältst du so Reden und sagst, du bist da gegen den Krieg und du bist gegen den Euro-Rettungsschirm. So, warum sagst du das eigentlich nicht im Bundestag? Dann sage ich denen immer, ich darf da nicht reden. Ich kriege keine Redezeit. Da sagen wir, komm, du traust dich nicht. Also ist das nicht eigenartig? Sie wollten nicht im Kosovo einmarschieren, Sie wollten nicht in Afghanistan einmarschieren. Ich nehme an, Sie wollen auch nicht in Somalia einmarschieren. Und wieso dürfen Sie das nicht einfach sagen? Ich glaube, die Meinung wird geteilt von vielen Bürgern. Völlig richtig. Ich habe mich auch dann mehrfach mit einer Zwischenfrage gemeldet, weil ich anders kein Rederecht bekommen habe und habe das dann in eine Frage eingekleidet, dann zum Beispiel gesagt, ob Sie denn wissen und zur Kenntnis nehmen, die Kollegen, die da mit im Saal saßen, im Plenarsaal, dass ich jetzt für die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung rede, wenn ich sage, der Afghanistan-Krieg muss beendet werden. Es müssen sofort Waffenstillstandsverhandlungen durchgeführt werden. Wie können Sie einfach weitermachen? So habe ich das dann gekleidet, weil ich offizielles Rederecht, sagen wir 3 oder 5 Minuten, wo ich dann vorne sagen kann, aus dem und dem Grund bin ich für die Beendigung des Krieges, nicht kriege. Somalia. Also was haben wir da jetzt vor? Wollen wir da an Land mit der Bundeswehr und Schiffe versenken? Wissen Sie, das ist auch so eine ganz skandalöse Geschichte. Da hat man zunächst mit europäischen Fischfabriken die Fischgründe, wo die Fischer gefischt haben, war eine der besten Fischgründe auf der ganzen Welt, leer gefischt. Da hatten die nichts mehr zum Fischen. Und dann sind einige von denen Piraten geworden und haben Schiffe überfallen und so. Das ist natürlich alles nicht gut. Ich möchte davon auch nicht betroffen sein. Und jetzt führt man gegen die einen Krieg, einen Seekrieg im ganzen Indischen Ozean. Und das reicht offenbar nicht, sondern jetzt will man auch an Strand in Somalia, will die da weiterverfolgen. Ich kann davor nur ganz dringend warnen. Ich war von Anfang an gegen den Bundeswehreinsatz auch dort. Atalanta nennt sich der. Das sind ja nicht nur die NATO, sondern auch die Russen mit Kriegsschiffen. Ich bin da dagegen, weil ich sage, tut lieber was für die Bevölkerung an Land. Gebt denen Arbeitsmöglichkeiten, aber nicht Krieg. Gebt denen keinen Krieg. Weil wenn ihr da auch an Land geht, dann eskaliert das immer weiter und dann haben wir den nächsten großen Krieg. Apropos Piraten, da ist was. Die haben im Moment so 12%. Wie sehen Sie das so? Also mich hat das total überrascht. Hier in Kreuzberg-Friedrichshain hatten die ja bei der letzten Abgeordnetenhauswahl sogar 14%. Obwohl die Grünen immer noch ungeheuer stark waren und die stärkste Partei geblieben sind, sogar noch stärker geworden sind als vorher, haben die 14% bekommen. Ich habe das überhaupt nicht erwartet. Ich habe auch nicht erwartet, dass sie jetzt zweistellige Zahlen vorausgesagt bekommen für die Bundestagswahl oder für Landtagswahlen. Aber ich kann verstehen, dass viele Leute frustriert sind über den Politikbetrieb im Bundestag und drumherum. Das ist kaum noch durchsichtig. Eine richtige Opposition, die auch Alternativkonzepte vorstellt, ist zum Beispiel in wichtigen Bereichen wie Krieg und Frieden, aber auch in den Bereichen der Finanzpolitik, wenn es um den Euro-Rettungsschirm geht, wenn es darum geht, dass wir Hunderte von Milliarden für andere Länder zur Verfügung stellen als Hilfen, da kann man drüber reden, aber da muss es doch verschiedene Konzepte geben und die müssen doch klar werden und die müssen auch im Abstimmungsverhalten klar werden. Das vermisse ich auch und ich kann Leute verstehen, die einfach ganz frustriert sagen, so geht das nicht weiter, da muss ein frischer Wind rein.
Jetzt muss ich aber frech sein. Ich habe zufällig in der letzten Folge Marina Weißband interviewt, habe die da besucht und habe da auch viele Leute gesehen, die Piraten sind und da aktiv sind. Die sahen überhaupt gar nicht frustriert aus. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es der typische Protestwähler. Liegt es vielleicht am Politikstil, der da irgendwie an den Tag gelegt wird? Natürlich. Wir müssen auch die eingefahrenen Riten im Deutschen Bundestag, in der Politik immer wieder in Frage stellen. Auch die Grünen sind dafür mal angetreten. Und ich bin auch bis heute noch der Meinung, alle paar Jahre sollte man das eigentlich machen, weil da schleift sich das dann was ein, was Außenstehende überhaupt nicht mehr verstehen und wo man dann verzweifelt. Und die Umfragen ergeben, dass 85% der Wählerinnen und Wähler die Piraten wählen, weil sie sagen, wir wollen es denen zeigen, den Etablierten geht das nicht weiter. Herr Ströbele, ich hätte drei Begriffe und ich hätte so gerne eine Assoziation von Ihnen, wenn das möglich wäre. Die Zukunft der Grünen. Ich sehe die sehr optimistisch, wenn die Grünen zu einer klaren Linie in allen zentralen Fragen der Politik auch nach außen sichtbar wieder hervortreten. Also das vermisse ich etwa in der Kriegs- und Friedenfrage. Warum kann man nicht sagen, jetzt der Krieg in Afghanistan ist verloren, wir machen sofort Waffenstillstand und Verhandlungen und gehen da möglichst schnell dann raus. Auf der Grundlage von Verhandlungen. Der zweite Begriff, Listenplätze zur Bundestagswahl in Berlin. Ja, da bin ich mal leider überhaupt nicht erfolgreich gewesen. 2002 wollte ich nach der ersten Legislaturperiode, die ich hier im Bundestag war, habe ich wieder kandidiert und in Berlin gab es nur zwei Plätze. Als Mann konnte ich nur den zweiten kriegen. Ich habe mich darum beworben, bin nicht gewählt worden, bin ziemlich deutlich unterlegen meinem Gegenkandidaten und das hat aber was Gutes gehabt. Ich habe mich dann entschlossen, zum ersten Mal es ernsthaft zu versuchen, ein Direktmandat zu bekommen und entgegen allen Voraussagen, bis zum letzten Tag vor der Wahl, alle haben gesagt, der bemüht sich, der macht, reißt sich den Hintern auf, wie man so sagt, und hat aber leider keine Chance. Und ich hatte eine Chance und ich habe sie genutzt. Dritter Begriff, CSU-Innenminister der letzten 20 Jahre. Die haben viel Schlimmes angerichtet, weil sie sich immer auf Ängste oder sehr häufig auf Ängste der Bürgerinnen und Bürger gestützt haben und die missbraucht haben, zum Teil berechtigte Ängste, um immer schärfere Strafbestimmungen, immer höhere Strafen zu fordern, um in der Sicherheitspolitik unverantwortlich auch Bürgerrechte einzuschränken. Und es hat sich gezeigt, dass vieles von dem, was sie so in aufgeregten Situationen nach Anschlägen oder nach wirklichen Gefährdungen in der Bevölkerung angerichtet haben, dass das eigentlich überhaupt nicht gebraucht wurde und gar nichts genützt hat. Und inzwischen ist man schon so weit, dass man sagt, man kann es wieder abschaffen. Aber lange Zeit haben sie so getan, nur wenn das kommt, sind die Leute sicher. Ströbele, danke für das Gespräch. Es war sehr angenehm. Die Musik ist auch gut. Vielleicht sehen wir uns bald wieder. Ja, hier, das ist ja ein Haus weiter wie mein Wahlkreisbüro. Jawohl, dankeschön. Ansonsten grüße ich all meine Abonnenten und die Frage beim nächsten Mal lautet, kommt man mit Humor aus der Krise? Und mein Gast ist Gail Tufts. Bis zum nächsten Mal.